Hallo ihr Lieben, ich bin Brigitte von Brigitte Stempelstelle. Gerade ist ein Online-Workshop zu Ende gegangen. Wir haben eine Pop-Up-Karte gebastelt und es hat mal wieder ganz arg Spaß gemacht. Ich mache nämlich zurzeit kostenlose Online-Workshops. Ihr braucht euch einfach nur über meine Internetseite www.stempelstelle.de dazu anmelden. Dann kommt ihr bei mir in den E-Mail-Verteiler und immer wenn ich einen Online-Workshop mache, dann bekommt ihr einen Tag vorher den Link, den Zoom-Link und dann geht es am nächsten Tag los und wir basteln. Das Wichtigste, was ihr dazu braucht, ist ein Papierschneider. Natürlich der von Stamping Up wäre optimal. Den habe ich auf meiner Internetseite natürlich verlinkt, dass ihr ihn bestellen könnt, falls ihr noch nicht habt. Und das ist das Wichtigste. Also einen guten Papierschneider, wo ihr ganz genau falzen und schneiden könnt. Das ist die Hauptsache. Und wenn ihr das habt und ein Papier, dann könnt ihr da mitmachen. Egal, ob ihr jetzt Kunde von mir seid oder ob ihr selber Demonstratorin seid oder Demonstrator. Wir haben noch keinen Mann in unserer Gruppe. Also Männer, was ist? Ran an die Schneidbretter und vorbeigucken zu uns, bei uns im Online-Basteln. Meldet euch an bei www.stempelstelle.de. Ich würde mich riesig freuen. Wir machen so ein-, zweimal die Woche einen Bastelworkshop gemeinsam. Und wie gesagt, es ist kostenlos und unverbindlich. Und ich freue mich auf euch. Und jetzt basteln wir diese Pop-Up-Karte mit den Schmetterlingen. Die gibt es ab März zu kaufen bei Stamping Up. Und ich mache euch schon hier mal ein bisschen heiß darauf, weil die sind toll, die sind einfach zauberhaft. Und zwar gibt es die in einem Bundle. Das zeige ich euch mal. Ich muss jetzt mal hier meine zweite Kamera anmachen. Dann seht ihr auch meinen Schreibtisch, nicht nur mich. Also jetzt gucken wir mal auf meinen Schreibtisch hier runter. Und da seht ihr jetzt gleich, wenn ich sie laufen lasse, meine Kamera, seht ihr mal das Bundle. Und zwar gibt es dieses Holzpapier. Dann gibt es die Stanzformen fabelhafte Falter und das Beste an dem Bundle ist Designerpapier. Also ich habe immer nur die Schmetterlingsmotive gesehen, aber die Rückseiten, Leute, die Rückseiten sind fast noch besser als die Vorderseite. Und was das Fieseste ist, das hier ist eine super Vorderseite und zwar könnt ihr mit dieser Vorderseite hier die Schmetterlinge ausstanzen, also mit den Stanzformen hier kommen diese Schmetterlinge, die ihr ausstanzen könnt und es kommt noch das hier und das ist so genial, das passt nämlich ganz genau auf das Designerpapier und das Fiese an dem Designerpapier ist, dass die Rückseite auch so unheimlich toll ist, also ich fahre voll auf die Rückseite von dem Designerpapier ab. Von mir aus dürfte der Blog nur aus diesem Designerpapier hier bestehen, glaube ich. Und das Tolle daran ist, wenn ihr das hier so ausstanzt, bleiben noch so viele Reste am Rand übrig, dass ihr auch noch so kleine Falterchen ausstanzen könnt. Und die könnt ihr dann zum Dekorieren von eurer Karte und so noch benutzen. Und das mache ich jetzt mal. Ich stanze diese Falter aus. Ach, und das Stempelset habe ich euch natürlich nicht gesehen. Das Stempelset kommt auch ganz genau so, dass es auf die Falterchen passt. Hier sieht man es besser. Genau, das kommt hier so drauf. Und dann könnt ihr das nämlich auf einmal ausstanzen. Und das mache ich jetzt mit dem Papier. Und dann geht es mit meiner Pop-Up-Karte Butterfly. Das ist so schön. Mit dieser Pop-Up-Karte geht es dann los. Und dann sehen wir uns, wenn ich das Papier ausgestanzt habe, für diese Pop-Up-Karte. Wie ihr seht, habe ich jetzt hier die Schmetterlinge ausgestanzt. Und jetzt bleibt hier noch das Papier übrig mit der wunderschönen Rückseite. Die Falterchen tue ich mir jetzt mal auf die Seite. Die brauchen wir nachher für unsere Pop-Up-Karte. Und dann nehme ich mir die Mini-Falter von der Vorderseite, die drei. Und dann natürlich auch noch die Mini-Big Shot, wenn ich sie schon hier auf meinem Schreibtisch stehen habe, so praktisch. Dann will die natürlich auch bewegt werden.
nämlich diese rosanen. Die brauche ich dann für die Vorderseite von meiner Karte und die werden jetzt hier ausgestanzt. Natürlich brauchen wir die Mini-Falter nicht, das habe ich falsch gesagt. Wir brauchen nur die großen Falter und wie ihr seht, kann man aus den Reststücken von dem Falterpapier wirklich auch noch drei solche schönen filigranen Falter ausstanzen. Und so habt ihr aus dem einen Designerpapier wirklich eine ganze Menge kleine Schmetterlinge gezaubert. Für die Karte brauchen wir jetzt noch dieses Designerpapier und die Schmetterlinge, die wir uns gerade ausgestanzt haben. Und natürlich brauchen wir jetzt auch noch einen extra starken Cardstock in Grundweiß. Da ist es wichtig, dass der extra stark ist, weil die Karte ja durch den Klappmechanismus ein bisschen stabiler sein muss wie eine normale Karte. Von dem her wäre es wirklich wichtig, dass ihr einen extra starken Cardstock in Grundweiß habt. Und sämtliche Produkte von Stamping Up könnt ihr über mich bestellen. Meine Internetseite heißt www.stempelstelle.de. Auf der Internetseite könnt ihr euch auch für meine kostenlosen Online-Workshops anmelden. Einfach übers Kontaktformular. Und mein Shop bei Stamping Up, der nennt sich www.stempelstelle.stampingup.net. Ich habe das aber alles in der Videobeschreibung verlinkt und dann kommt ihr da zu meiner Seite und es würde mich wirklich riesig freuen, wenn ihr vorbeischauen würdet. Für diese Karte brauchen wir jetzt also diesen extra starken Farbkarton in Grundweiß. Dazu klappen wir uns auch den Papierschneider aus und trennen das Papier einmal bei der Hälfte. Bei 10,5 cm wird es abgeschnitten und dann legen wir das Papier noch bei 29 cm an und schneiden es da ab. Und danach wird es jetzt auch noch bei 14,5 cm gefalzt. Das ist dann unsere Grundkarte und dann schneiden wir uns auch noch das Deckblatt zu. Das wird 9,5 x 13,5 cm zugeschnitten. 9,5 x 13,5 cm. Und das hier kommt hier auf die Vorderseite hin. Und dann brauchen wir für das Mittelstück noch einen Streifen mit 5 cm und in der Länge brauchen wir den 10,5 cm. Jetzt brauchen wir noch einen ganz normalen grundweißen Cardstock. Und da brauchen wir jetzt einen Streifen, der 5 x 14 cm groß ist, also 5 cm abschneiden. Dann auf 14 cm kürzen. Und das Papier lassen wir jetzt auch gleich im Papierschneider liegen und falzen es. Wir falzen, wir schneiden nicht. Und wir falzen es bei 1 cm, dann drehen wir das Papier um, legen es bei 4 cm an. Dann wird es noch bei 13 cm gefalzt. Und wenn wir schon so schön dabei sind, setzen wir uns jetzt noch Falzmarkierungen. Und zwar haben wir jetzt hier 1 cm und die 4 cm Falz. Und diese 4 cm Falz legen wir uns hier ein. Also es ist wichtig, dass hier die 4 cm Falz ist. Dann legen wir das Papier jetzt weiter bis zu 6 cm und setzen jetzt nur ganz kleine Falzmarken hier.
hier setze ich mir eine Marke. Seht ihr? Und hier am Anfang des Papiers wird auch eine ganz leichte Markierung gesetzt. Jetzt wird das Papier noch bei 2 cm, setze ich mir jetzt auch noch eine Falzmarkierung. Minimal hier unten. Und hier auch noch minimal. Jetzt haben wir also unser Papier markiert. Ich halte es mal ein bisschen krummer. Seht ihr hier? Wir haben hier die 1 cm Falz, die 4 cm Falz. Hier ganz weit hinten kommt noch die 13 cm Falz. Aber wir haben jetzt noch eine Markierung hier und hier und hier oben und hier. Und diese 4 Markierungen sind jetzt jeweils 2 cm von dieser Markierung oder von dieser Falzlinie entfernt. Das ist jetzt wichtig, weil wir das Papier jetzt auch noch im Kreuz falzen. Wir falzen also jetzt von hier nach hier. Bei den Markierungen, die wir uns gerade gesetzt haben. Hier ist eine Markierung und hier ist eine Markierung. Und die legen wir uns in die Falzschiene ein und machen jetzt eine Kreuzfalz. Hier. Und von der anderen Markierung zu der anderen Markierung die nächste Kreuzfalz. Das sieht dann aus wie ein Kreuz. Und jetzt, ich hoffe, ihr habt es gut gesehen, also es wird so gefalzt, von hier nach hier. Und von hier nach hier. Und jetzt werden alle Linien nachgefalzt. Und was jetzt noch wichtig ist, ist, wenn wir hier reindrücken, entsteht hier ein Pfeil. Und so muss es jetzt aussehen. Wir haben jetzt hier ein Kreuz. Hier ist ein Kreuz. Und so muss unsere Mechanik aussehen. Das legen wir jetzt auf die Seite. Wir machen jetzt weiter mit der Vorderseite und auf die Vorderseite wird jetzt das Designerpapier hingeklebt. Und aus dem Stempelset Tintentraum habe ich hier noch die besten Wünsche. Die schneide ich mir jetzt noch kurz mit der Schere aus. Die kommen dann später hier vorne hin, aber das machen wir erst, wenn das Innenleben fertig ist. Die Karte wird jetzt von innen nämlich so behandelt. Das hier ist die Vorderseite, die liegt jetzt auf dieser Seite. Und von innen arbeiten wir jetzt mit einem Trick. Und zwar müssen wir 2 cm von dieser Mitte hier reinmessen. Also wir machen uns eine Markierung bei 5,25 cm. Und dann machen wir uns 2 cm ebenfalls eine Markierung. Das kann man auch so machen, dass man jetzt ein Post-it hier hinklebt und es anhand vom Post-it ausmisst. 2 cm und 2 cm.
Und dieses Teil hier, da muss die Spitze nach rechts zeigen und es muss eingeklappt sein. Und das setze ich mir jetzt hier hin und fixiere es mit einem großen Post-it. Auch ein Post-it. Und so mache ich mir das fest. Jetzt nehme ich ein abreißbares Klebeband und mache das hier auf die Klebelasche drauf. Ich ziehe das Deckblatt ab, entferne das Post-it, das muss weg, und dann klappe ich mir die Karte hier ein. Hierbei ist es wichtig, dass die Seiten hier parallel verlaufen. Ich klappe es zu, nehme das Post-it, mache es raus und das Teil hier ist festgemacht. Jetzt klappe ich dieses hier wieder ein, aber es wird nach links zeigen lassen und ich fixiere wieder diese Spitze mit einem Post-it auf der Seite. Und es kommt hier wieder ein abreißbares Klebeband hin. Es wird wieder das Trägerpapier entfernt. Und die Karte wird zugeklappt. Das Post-it wird weggemacht. Und die Klappmechanik ist fertig. Meine Klappmechanik ist fertig. Wir brauchen jetzt noch zwei Streifen flüsterweißes Papier. Und zwar 2 × 6,5 × 1 cm. und 1 cm. Von diesen Streifen hier mache ich die Ecken, schneide ich die Ecken ab. Und ich platziere mir jetzt hier mein Designerpapier. Erst meine Schmetterlinge. Dieser Schmetterling hier kommt auf die rechte Seite. Und dieser Schmetterling kommt auf die linke Seite. Diese Teile hier werden hier hingeklebt. Hier mal und hier. Mit Flüssigkleber. Und der Schmetterling wird hier drauf geklebt.
Und der kleine Schmetterling wird hier drauf geklebt. Dann zieht man den Streifen ab. Und dieser Schmetterling hier wird hier drauf geklebt. Der Abstand hier ist ungefähr 1 cm. Und dieser Schmetterling, der wird so hier drauf geklebt. Jetzt kommt hier noch das Designerpapier drauf und da müsst ihr aufpassen, dass lediglich auf dieser Seite hier, auf dieser Fläche, darf Kleber drauf sein. Also nur hier. Dann kommt hier der schmale Streifen Designerpapier drauf. Am besten klappt ihr hier auch noch mal zu, dass ihr seht, dass das auch wirklich schön klappt mit der Mechanik. Und so kommen dann schon die Schmetterlinge hier raus. Und es klappt wunderbar. Jetzt brauchen wir den großen grünen Falter. Der kommt hier hin. Und dieser kleine Falter hier, der kommt hier unten hin. Der Falter wird ein bisschen in Form gebracht. Und ich mache hier unten Flüssigkleber drauf und ich klebe ihn hier auf dieses Teil drauf. Und der kleine Schmetterling bekommt auch einen Flüssigkleber. Und darf hier drauf. Auf die Vorderseite der Karte kommt jetzt noch dieser Schmetterling. Und die zwei kleinen Schmetterlinge. Und zum Schluss kommt natürlich noch der Spruch "Beste Wünsche" auf die Vorderseite der Karte. Und jetzt ist schon unsere Karte fertig. Ihr habt hier die Schmetterlinge und wenn man sie aufklappt, kommen die Schmetterlinge raus. Ich hoffe natürlich wieder mal, euch hat meine Karte gefallen mit den tollen Schmetterlingen von Stampin' Up. Die gibt es ab März zu kaufen. Ihr könnt es auch schon vorbestellen bei mir.
einfach eine E-Mail schreiben an info@stempelstelle.de. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn ihr was bei mir bestellen würdet. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, mir einen Daumen hoch dazulassen, wenn euch mein Video gefallen hat. Und vor allem schaut mal bei meinen Online-Bastelkursen vorbei. www.stempelstelle.de. Übers Kontaktformular könnt ihr euch anmelden. Und ich würde mich riesig drüber freuen. Also alles Liebe, eure Brigitte.